Stellt euch mal vor, das Lied Happy ist bunt. Wenn es gespielt wird, seht ihr alles nur noch in Gelb und Rot. Der Sonntag schmeckt nach Erdbeere. Und wenn jemand das Wort Schlamm benutzt, wird euch kalt. Klingt ziemlich abgefahren, aber viele Personen nehmen die Welt tatsächlich so oder so ähnlich wahr. Menschen mit Synästhesie. Bei ihnen vermischen sich unterschiedliche Sinneswahrnehmungen. Aber was steckt hinter diesem Phänomen? Wie kommt es dazu? Ist Synästhesie vielleicht sogar eine psychische Erkrankung? Und was hat das alles mit Lady Gaga zu tun? Genau darum geht es in diesem Video. Bevor wir euch zeigen, wie Synästheten die Welt erleben, müssen wir erst einmal die Basics klären. Für mich war schon ehrlich gesagt allein das Wort ziemlich neu. Synästhesie richtig auszusprechen, ist gar nicht so einfach. Was steckt also hinter diesem Begriff? Genau dafür haben wir Professor Simon E. Fisher vom Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen in den Niederlanden gesprochen. Der Neurowissenschaftler untersucht seit Jahren, welche genetischen und neurologischen Merkmale bei Menschen mit Synästhesie auftreten. Denn Synästhesie ist eine ganz spezielle Art der Wahrnehmung und hat mit Prozessen im Gehirn zu tun. Laut Fischers Definition ist Synästhesie ein neurologisches Phänomen, das unsere Wahrnehmung betrifft. Dabei ruft ein bestimmter Reiz, wie ein Buchstabe oder eine Zahl, gleichzeitig mehrere Sinneswahrnehmungen wie Farbe oder Töne hervor, obwohl ja eigentlich nur ein einzelner Sinn erregt wird. Aber welche Formen von Synästhesie gibt es überhaupt? Simon Fischer hat es meiner Kollegin Franzi mal erklärt. Wie viele Formen von Synästhesie gibt es eigentlich und wie äußern die sich jeweils? Es ist schwer zu sagen, wie viele verschiedene Formen es gibt. Einige Synästhesiearten treten viel häufiger auf als andere. Die vermutlich am besten untersuchte Form ist die relativ weit verbreitete Graphem-Farbsynästhesie, bei der Buchstaben oder Zahlen untrennbar mit einem Farbeindruck verbunden sind. Sie tritt bei 1-2% der Bevölkerung auf. Aber dann gibt es noch seltenere Formen, bei denen die Sinne auf ungewöhnliche Weise miteinander verknüpft sind. Bei manchen Menschen löst zum Beispiel das Hören oder Lesen bestimmter Wörter einen bestimmten Geschmack hervor. Das ist die sogenannte lexikalisch-gustatorische Synästhesie. Und dann gibt es noch weitere abstrakte Arten der Synästhesie. Manche Menschen sehen zum Beispiel Zahlensequenzen oder Zeitintervalle wie Wochentage, Monate oder sogar Jahre in einer bestimmten räumlichen Anordnung. Diese Anordnung sehen sie vor ihrem inneren Auge oder projizieren sie in die Außenwelt. Und es gibt noch ungewöhnlichere Formen, wie die Mirror-Touch-Synästhesie, die auch intensiv erforscht wird. Wenn Personen mit dieser Form der Synästhesie sehen, wie jemand an einer bestimmten Stelle berührt wird, spüren sie diese Berührung an der gleichen Stelle im Körper bei sich selbst. Es gibt also eine ganze Reihe verschiedener Formen der Synästhesie. Ein Reiz, aber mehrere Sinneswahrnehmungen? Glaubt ihr nicht, dann hört euch mal an, was Lady Gaga sagt. Die Sängerin ist laut eigener Aussage Synästhetin. Wenn sie ihren Song Pokerface hört, dann wird durch den Reiz, also die Musik, zunächst einmal ihr Hörsinn aktiviert. Klar, wie bei den meisten anderen Menschen auch. Jetzt passiert aber zusätzlich noch etwas Außergewöhnliches. Lady Gaga hört nicht nur die Musik, sie nimmt gleichzeitig auch Farben vor ihrem inneren Auge wahr. In ihrem Gehirn werden neben dem sogenannten auditiven Kortex, also dem Bereich, der fürs Hören zuständig ist, auch andere Gehirnareale wie der visuelle Kortex aktiviert, also das Areal, das für die Sehwahrnehmung verantwortlich ist. Ihren Song Pokerface sieht Lady Gaga als tief bernsteinfarbene Wand. Und auch andere Künstler wie Pharrell Williams sollen Synästheten sein. Wenn er seinen Song Happy hört, dann sieht er die Verse sonnengelb vor sich, sagt er. Die Mollakkorde im Lied dagegen seien für ihn eher orange-rot. In der Wissenschaft ist über Synästhesie bisher noch wenig bekannt. Dabei ist das Phänomen gar nicht so selten. Forscher gehen davon aus, dass etwa 4% der Bevölkerung von Synästhesie betroffen ist. Aber wie erleben die Menschen die Welt? Das habe ich Lara Grabitz gefragt. Die Physikstudentin ist selbst Synästhetin und nutzt das vor allem beim Musizieren aus. Verschiedene Formen von Synästhesie. Am liebsten ist mir meine Musiksynästhesie. Das heißt, ich höre Zahlen und die Töne haben auch irgendwie so Charaktere für mich. Dann sind Zahlen irgendwie noch so ganz enge Begleiter, die ich sehr schätze, die auch alle ihre eigene Farbe haben, ihren eigenen Charakter und auch so räumlich angeordnet sind bei mir.
auch Buchstaben sind für mich farbig. Und dann habe ich, wie ich eben diesen Zahlenstrahl im Kopf habe, habe ich das auch noch für andere Dinge. Also ich habe zum Beispiel auch noch so einen Jahreszahlenstrahl im Kopf. Das ist zum Beispiel sehr gut, um sich so Geschichtsdaten zu merken. Und eben auch noch so eine eigene Wochenstruktur, die in so einer Jahresstruktur eingebettet ist. Das nennt man dann Time-Space-Synesthesie. Für mich fühlt sich die Welt natürlich ganz normal an. Also ich kenne das nicht anders. Und ich bin auch eigentlich sehr dankbar für. Oder mich würde das eher beängstigen, wenn das plötzlich weg wäre. Weil das ja auch Strukturen sind, die irgendwie schon immer so waren. Und mir dann ja auch irgendwie ein Sicherheitsgefühl geben. Ja, das klingt ziemlich abgefahren, muss man sagen. Aber sind Synästheten aufgrund ihrer vielfältigen Wahrnehmung eigentlich kreativer als andere Menschen? Und ist es kein Zufall, dass Lady Gaga, Pharrell Williams und sogar Franz Liszt als Synästheten so erfolgreiche Künstler sind? Genau das hat meine Kollegin Franzi, die Neurowissenschaftlerin Tessa van Leeuwen von der Radboud-Universität in Nijmegen, gefragt. Studien haben gezeigt, dass Menschen mit Synästhesie im Allgemeinen kreativer sind. Künstler schauen oft über den Tellerrand hinaus. Sie haben unterschiedliche Sichtweisen auf Dinge und verknüpfen Informationen auf unterschiedliche Weise. Sie versuchen, Informationen einfacher oder origineller zu integrieren. Und das geschieht in gewisser Weise auch bei der Synästhesie. Wenn Synästhesie also tatsächlich durch die Verbindung zwischen verschiedenen Sinnesbereichen oder einer stärkeren Verarbeitung bestimmter Inputs verursacht wird, ist das auch nur eine andere Art der Wahrnehmung. Und ich denke, dasselbe passiert auch bei Künstlern und KünstlerInnen. Sie haben eine sehr kreative Art, mit der Welt um uns herum umzugehen. Okay, Synästhesie und Kreativität sind also miteinander verknüpft. Aber auf welche Art und Weise? Das variiert von Mensch zu Mensch. Es gibt ja nicht nur die eine Art von Synästhesie. Stattdessen kann sich das Phänomen vielfältig äußern. Prinzipiell sind alle Kombinationen der Sinne möglich. Wissenschaftler schätzen, dass es zwischen 60 und 80 Formen von Synästhesie gibt. Diese Vielfalt macht es aber auch so schwierig, Synästhesie zu erforschen. Und es gibt noch eine weitere Herausforderung dabei. Die menschliche Wahrnehmung ist subjektiv. Jeder Mensch nimmt Dinge individuell wahr. Denkt doch zum Beispiel mal an das Internetphänomen The Dress. 2015 haben Millionen Menschen über die Farbe eines Kleides diskutiert im Internet. Ist es jetzt blau-schwarz oder weiß-gold gestreift? Was meint ihr? Bei Synästheten ist das nicht anders. Auch ihre Wahrnehmung ist subjektiv. So sind beispielsweise bei zwei Graphem-Farbsynästheten immer Zahl und Farben in der Wahrnehmung kombiniert. Aber ganz unterschiedlich. Für einen ist die 5 blau und beim anderen kirschrot. Aber wie und warum wird man zum Synästheten? Welche Faktoren sind dafür verantwortlich, ob und in welcher Form Menschen von dem Phänomen betroffen sind? Liegt Synästhesie vielleicht sogar in unserer DNA? Auch das wollte meine Kollegin Franzi vom Neurowissenschaftler Simon E. Fisher wissen. Vermutlich gibt es kein einzelnes Synästhesie-Gen. Stattdessen gehen wir davon aus, dass es eine Reihe verschiedener Gene gibt, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass synästhetische Verbindungen im Gehirn hergestellt werden, wenn diese Gene auf eine bestimmte Weise verändert werden. In einigen Fällen ist die Synästhesie auf eine seltene Genvariante zurückzuführen, die nur in einer Familie vorkommt. Möglicherweise tritt Synästhesie auch dann auf, wenn viele Genomvariationen gleichzeitig zusammenkommen, was die Wahrscheinlichkeit des Phänomens erhöht. Verändert sich die individuelle Verbindung zwischen zwei Reizen im Laufe der Zeit? Synästhesie ist ein wirklich schönes Beispiel für das komplexe Zusammenspiel von Natur und Umwelt. Denn wie die Sinne miteinander verknüpft sind, also welche Farbe mit welchem Klang oder Buchstaben, variiert von Person zu Person. Wahrscheinlich resultieren diese Verbindungen aus den Erfahrungen, die ein Kind macht, wenn es aufwächst, und verfestigen sich dann im Erwachsenenalter. Es gibt einige spannende Studien, die zeigen, dass obwohl Synästhesie bei der Geburt noch nicht nachweisbar ist, die Veranlagung dafür aber sehr früh da zu sein scheint. Einige Studien haben Kinder ab 6 über Jahre hinweg begleitet, um zu sehen, wie sich ihre synästhetischen Verbindungen entwickeln, woher sie kommen und wie sie sich verändern. Und natürlich kann man keine synästhetischen Verbindungen zwischen einem Buchstaben und einer Farbe haben, ehe man die Buchstaben gelernt hat. Was die Studien aber zeigen, ist, dass die synästhetischen Assoziationen anfangs chaotisch und fließend sind. Erst im Laufe der Zeit werden sie beständiger.
And then as time goes on, they become more and more fixed. Ja, Veranlagung und Umwelteinflüsse. Das sind also die entscheidenden Faktoren für die Entwicklung einer Synästhesie. Übrigens, falls ihr euch das Thema noch immer nicht so gut vorstellen könnt, dann schaut mal in euren App Store. Dort findet ihr beispielsweise Virtual Reality Apps, mit denen ihr eure Umgebung synästhetisch wahrnehmen könnt. Das ist eine sehr spannende Erfahrung. Aus Sicht von anderen erleben Synästheten ihre Umwelt auf eine ziemlich außergewöhnliche Art und Weise. Leider kommt das im Alltag aber nicht immer gut an. Synästheten wird manchmal unterstellt, sie seien psychisch krank. Stimmt das denn? Auch darüber hat Franzi mit der Neurowissenschaftlerin Tessa van Leeuwen von der Radboud-Universität in Nijmegen gesprochen. Sie hat früher am Max-Planck-Institut für Hirnforschung gearbeitet und untersucht, was Synästhesie mit Störungen wie Autismus oder auch Schizophrenie gemeinsam haben könnte. Synästhesie ist keine krankhafte Störung. Allerdings kann der synthetische Eindruck für Menschen mit mehreren verschiedenen Synästhesieformen manchmal überwältigend sein. Die verschiedenen Arten der Synästhesie lenken sie dann stark ab. Sie verarbeiten dauerhaft Informationen, weil so viele verschiedene Sinnesreize miteinander verknüpft sind. Aber wenn Menschen nur eine oder wenige Arten von Synästhesie haben, ist das in keiner Weise krankhaft. Es ist nur eine Art, die Welt wahrzunehmen. Was haben Wissenschaftler in Bezug auf Autismus herausgefunden? Synästhesie kommt bei Menschen mit Störungsbildern des autistischen Spektrums sehr häufig vor. Nur etwa 2-4% der Bevölkerung haben eine Form von Synästhesie. Unter Menschen im Autismus-Spektrum sind es aber bis zu 20%. In unseren Studien haben wir festgestellt, dass Synästheten und Menschen mit Autismus häufig Gemeinsamkeiten bei der Wahrnehmung aufweisen. Es gibt außerdem auch vielleicht Hinweise darauf, dass Synästheten und Autisten ähnliche Schwierigkeiten im sozialen Bereich und in der sozialen Kommunikation haben könnten. Und wie sieht es eigentlich bei der Schizophrenie aus? Gibt es hier irgendwelche Verbindungen zu Synästhesie oder irgendwelche gemeinsamen Muster? Ich selbst forsche nicht in diesem Bereich, aber es gibt Studien, die darauf hindeuten, dass Menschen mit Synästhesie sensorische Wahrnehmungen aufweisen, die auch mit Schizophrenie in Verbindung gebracht werden. Das bedeutet allerdings auf keinen Fall, dass diese Menschen schizophren sind. Aber es gibt Ähnlichkeiten, wie zum Beispiel eine Neigung zu Halluzinationen oder die Tendenz zu einer starken Vorstellungskraft. Wir wissen aber noch nicht, ob das noch andere Bereiche betrifft. Wichtig ist, Synästhesie ist keine psychische Erkrankung. Viele Synästheten bemerken oft lange gar nicht, dass sich ihre Wahrnehmung von der anderer unterscheidet. Erst im Gespräch mit anderen Menschen wird irgendwann klar, dass nicht alle Menschen Buchstaben in einer bestimmten Farbe sehen oder etwas schmecken, wenn sie spezielle Wörter hören. Aber was bedeutet das für die Betroffenen? So einfach ist das gar nicht zu beantworten. Das Phänomen hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Laut deutscher Synästhesiegesellschaft kann die synästhetische Wahrnehmung zum Beispiel beim Auswendiglernen von Vokabeln helfen. Kann man sich auch irgendwie vorstellen. Einige Synästheten sehen die Fremdwörter wie gedruckt vor ihrem inneren Auge. Dadurch können sie sich später leichter an die Rechtschreibung erinnern. Ziemlich praktisch. Auch bei den Themen Kreativität und Gedächtnisleistung haben Synästheten oft Vorteile. Aber Synästhesie hat nicht nur positive Seiten. Könnt ihr euch vielleicht auch vorstellen. Durch die vielen gleichzeitigen Sinneseindrücke fühlen sich manche Synästheten manchmal überfordert. Die Reizüberflutung ist dann einfach zu groß. Hier mal ein paar Beispiele. Für manche Synästheten ist das Tippgeräusch der Computertastatur mit einem unangenehmen Geruchsempfinden verbunden. Schreiben Sie einen Text am PC, dann fängt es in Ihrer Wahrnehmung plötzlich ziemlich an zu stinken. Auch für Lara ist ihre Synästhesie manchmal eine ganz schöne Herausforderung. Schwierig wird es genau immer dann, wenn irgendwie Systeme kollidieren. Also wenn ich mit meinen Systemen, die ich in mir habe, irgendwie an die Systeme, die die Welt hat, stoße. Zum Beispiel, wenn Leute, mit denen ich im Orchester spiele, irgendwelche Fingersätze unter Noten schreiben. Das sind auch Zahlen. Es ist so ein bisschen okay, wenn es meine eigenen sind, dann weiß ich das noch so zu unterscheiden. Aber wenn dann da Fingersätze drinstehen, also Zahlen, die weder die Finger sind, die ich benutze, noch eben meiner Synästhesie entsprechen, dann wird es irgendwie für mich sehr, sehr anstrengend. Synästhesie ist noch relativ wenig erforscht. Als psychische Erkrankung darf das Phänomen aber definitiv nicht bezeichnet werden. Viele Synästheten mögen ihre Synästhesie und profitieren beispielsweise beim Lernen oder Musizieren davon. Trotzdem können die vielen Sinneseindrücke manchmal ziemlich anstrengend sein und irgendwann zur Reizüberflutung führen. Da würde mich mal eure Erfahrung interessieren. Seid ihr vielleicht selbst Synästheten? Wie erlebt ihr die Welt um euch herum und welche Reaktionen bekommt ihr von anderen? Und wie geht es den Nicht-Synästheten unter euch? Mich eingeschlossen. Würdet ihr eure Umwelt gerne mal synästhetisch wahrnehmen? Ich auf jeden Fall. Schreibt uns gerne unten in die Kommentare. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.